Guten Morgen und willkommen zurück hier bei uns auf Monte Cruz. Ja, also diese Woche war schon wieder mega aufregend für uns und auch wirklich sehr befriedigend. Nicht bloß, dass wir mit wieder vielen Arbeiten vorangekommen sind am Haus und im Garten und was die Landschaft betrifft, sondern dass wir jetzt einfach noch einen Plan gefasst haben, für den kommenden Winter auch. Und ja, davon erzähle ich euch jetzt mal kurz. Ja, wie ihr ja wisst, sind wir dabei, das Grundstück aufzuforsten, immer weiter und immer weiter Bäume pflanzen. Und da stößt man natürlich auch immer wieder auf einen Fakt, den man dazu immer braucht, und das ist Wasser. Und wir sind jetzt mit unserem See sehr zufrieden, der gibt uns auf jeden Fall genug Wasser, dass wir über das Jahr kommen. Ja, und unser Brunnen ist auch okay, sodass ich damit die Bäume bewässern kann, Tosca jetzt mit dem See den Garten. Und trotzdem sind wir ständig am Überlegen, was kann man noch zusätzlich tun, um noch mehr Wasser auf dem Grundstück zu halten, zu bekommen, dass man noch mehr Bäume pflanzen kann. Ja, am Anfang brauchen die halt einfach alle Wasser. Ja, und da gab es jetzt für uns zwei Möglichkeiten, dieses Wasser zu bekommen. Das war einmal die Möglichkeit von dem Tiefbrunnen. Wir hatten letztens eine Firma da, haben uns einen Kostenvoranschlag machen lassen und haben uns dann auch nochmal genau darüber informiert, was das heißt. Und der große Vorteil eines Tiefbrunnens ist halt, dass man eigentlich, sobald man auf eine Wasserader stößt beim Bohren, eigentlich sofort Wasser im Überfluss zur Verfügung hat. Der ganz große Nachteil eines Bohrlochs ist, dass man Wasser abzapft, was dort schon seit Jahrtausenden von Jahren liegt, was durch das Regenwasser versickert ist. Ja, außerdem wurden damit schon ganze Landstriche in Spanien oder ganz Europa oder eigentlich weltweit wirklich trockengelegt, weil jeder einfach nur Wasser aus dem Boden gezogen hat. Die Erde oder die Humusschicht trotzdem zerstört wurde von der Agrarwirtschaft, wenig Regenwasser eindringen konnte, alles bloß in Flüssen weggespült wurde. Und so zieht die Welt eigentlich mehr Wasser aus der Erde, wie es nachkommt. Ja, und die andere Variante ist, das Regenwasser, was sowieso aufs Land fällt, zu speichern, zu sammeln, nicht also vorm Abfließen zu hindern. Und damit haben wir uns jetzt auch nochmal beschäftigt und hatten nochmal unseren Landschaftsarchitekten zu Besuch, der uns schon vor 3 Jahren empfohlen hat, dass wir unseren See an die tiefste Stelle des Grundstücks machen und dass wir unsere Hänge aufreißen lassen, sodass sie Wasser aufnehmen können. Und damit sind wir einfach so zufrieden, dass wir da auch nochmal nach Alternativen zum Bohrloch gesucht haben, weil wir ja sehen, dass es funktioniert. Ja, und dieser gute Herr war jetzt da und das war für uns wieder Gold wert, weil er uns so viele gute Tipps gegeben hat. Und ja, wir jetzt auch noch einen Teil unseres Landes zur Verfügung stehen haben, den wir jetzt nochmal bearbeiten wollen. Und das ist jetzt dieses Tal, was ihr hier im Hintergrund seht. Ja, wir haben jetzt noch so einen kalkulierten Teil unseres Ersparten, können wir jetzt noch nutzen. Da laufen jetzt auch schon eure Spenden mit rein, also vielen Dank dafür, so dass wir hier auf dem Land einfach mehr Wasser speichern können. Wie funktioniert das? Wie ihr ja beim Seebau bestimmt gesehen habt, hat uns ja der Seebauer vor einem Jahr auch diese Terrassen da geschoben. Und diese Terrassen sind super, ja. Wir haben ja die Obstbäume hingepflanzt, alles wächst und gedeiht prächtig. Und dann hatten wir halt als Idee, dass wir uns hier auf diesem Hang auch nochmal Terrassen schieben lassen. Ja, und das war so unsere Idee. Und das haben wir dem Landschaftsarchitekten, haben wir dann besprochen, was es da für Möglichkeiten gibt. Und dann kam halt vom Landschaftsarchitekten eine wirklich gute Idee, der Gegenhang-Terrassen. Das heißt im Endeffekt, dass man ja normale Terrassen immer waagerecht zum Berg abzieht. So, das Wasser, was von oben kommt, über die Terrasse läuft und zur nächsten. Das, was wir jetzt vorhaben, ist, dass wir die Terrassen leicht hangseitig anschrägen, so dass das Wasser, was von oben kommt, nicht den Berg runterläuft, sondern zum Berg hin zurück. Wenn man dann da noch diese Kehle mit einem 1 Meter Eisenzahn richtig aufzieht, aufreißt, so kann das Wasser schön in den Boden eindringen. Und das ist das, was wir jetzt vorhaben. Jetzt sind die Terrassen natürlich nicht so schön bepflanzbar wie am See. Die ganze gute Erde aus dem Seetal wurde auf diese Terrassen gepackt. Hier gibt es leider keine gute Erde, das ist nur Fels, nur Staub und Dreck und ein sehr schlechter Boden im Endeffekt. Da müssen wir dann halt wieder ran und wieder Bodenaufbau leisten. Da kommen dann erstmal wieder Gründünger hin, Lupinen wahrscheinlich, die erstmal wieder tief wurzeln, den Boden festigen. Dann werden wir dann auch gleich wieder Bäume pflanzen und die müssen aber halt natürlich auch gute Erde bekommen, die wir aber auch schon selbst produzieren. Ja, außerdem haben wir auch gleich noch mehr vor, dann wenn die Maschinen einmal da sind. Wir brauchen zum Beispiel noch eine große Zisterne, dass wir das Haus auch schön mit Wasser versorgen können, dass wir einfach genug Wasserspeicher haben. Und auch ganz wichtig, wenn der See im Winter überläuft, was so oder so passiert, wenn es normal regnet, dann könnte man dieses Wasser auch schon wieder in externen Speicherquellen sammeln. Und man muss wirklich überall Wasser sammeln. Und wir wollen einfach versuchen, so diesem
eigentlich schädlichen Tiefbrunnen aus dem Weg zu gehen. Wir wollen es irgendwie anders probieren. Außerdem wollten wir uns dann noch ein Plateau schieben lassen, dass ihr uns auch mal besuchen kommen könnt, dann gerade so für Camper oder Wohnwagen. Das haben wir noch vor. Also steht schon wieder viel an für den Maschinenführer. Ja, dann haben wir nochmal über unseren See gesprochen. Da war der Landschaftsarchitekt auch wirklich sehr begeistert, dass wir auch erst einen Meter an Wasser verloren haben, obwohl wir schon bewässern damit. Also der See sieht wirklich super aus, meint er. Das hat uns sehr gefreut. Wir haben dann auch nochmal gefragt wegen Randbepflanzung. Da kamen von euch auch viele Vorschläge, was man denn da alles pflanzen kann. Aber man ist sich auch unsicher, was zerstört den Damm eventuell und was gehört wirklich hin, was kann invasiv werden. Wir haben uns auch nochmal gute Tipps geholt, haben von einer, wie sagt man, Wasserbaumschule erfahren, wo wir dann im November zum Tiefstand des Sees mal hinfahren werden, da auch Wasserpflanzen kaufen und den See auch komplett bepflanzen werden. Also die Uferteile werden komplett bepflanzt. Man kann sich halt aussuchen, ob man den See als Speicherbecken haben will oder als Ökosystem. Ja, bei uns ist es klar, wir wollen ein Ökosystem, wir wollen da Tiere ansiedeln und man sieht jetzt schon, wie viele Tiere da dazukommen. Jetzt fliegen hier die Libellen rum, Schlangen sind unterwegs, Enten sind jetzt mal drauf gelandet und wir werden das alles unterstützen mit mehr Randbepflanzung, Schilf und Wasserpflanzen. Ja, eine Sache hat diese Idee der neuen Terrassen hier vor allen Dingen für mich diese Woche gebracht und das war Arbeit. Und da zeige ich euch jetzt mal ein paar Bilder dazu. Ja, ein Haken hat natürlich unser neuer Plan von den Terrassen. Und zwar, dass wir hier auf dem Platz, wo dann die Terrasse wirklich hinkommen soll, schon letztes Jahr im Herbst Bäume gepflanzt haben. Und die müssen jetzt natürlich wieder raus. Das ist natürlich gerade die denkbar ungünstige Zeit, Hochsommer. Die Pflanzen sind gerade eigentlich gut angewachsen. Und ja, ich muss jetzt neue Löcher buddeln, auch nicht gerade die schönste Arbeit im Sommer. Und ja, bleibt mir jetzt aber nichts anderes übrig. Und ich fange jetzt mal an, die Bäume rauszunehmen. Das ist halt jetzt einmal auf der Reihe hinter mir so. Ja, und hier drüben, auf der anderen Seite. Wir schauen jetzt mal rein, was in den Röschen so gewachsen ist, die ich jetzt hier leider wieder rausnehmen muss. Ja, was haben wir da? Das ist ein Mastix, eine wilde Pistazie. Da kann man später auch mal die echte Pistazie aufveredeln. Und auch so ist es ein sehr wertvoller Strauch oder man kann es auch zu einem Baum ziehen. In Griechenland wird schon ewig das Harz von den Mastix-Sträuchern abgeschabt und gesammelt und wird in sämtlichen Industrien verwendet. Naturkosmetik wird zum Kauen einfach wie ein Kaugummi, zum Backen wird es verwendet. Ja, und hat wieder ziemlich viele Verwendungszwecke. Deswegen, der wächst hier super. Wir haben davon nur 3 oder 4 Stück gekauft. Die wachsen alle super an, so als Test. Also holen wir dieses Jahr noch mehr. Ja, und den kleinen Kerl muss ich jetzt leider rausnehmen und verpflanzen. Ja, und dass die hier überhaupt wachsen können, ist ein Wunder. Südhang, den ganzen Tag knalle Sonne, im Herbst gepflanzt, also noch total jung natürlich, erst ein halbes Jahr alt. Die Erde unter dem Mulchbett staubtrocken und trotzdem kommen die hier irgendwie klar. Also es sind wirklich Überlebenskünstler. Ja, das ist der ganze Wurzelballen, die Pflanze jetzt so lange am Leben gelassen hat. Total trocken. Und trotzdem sieht er gut aus. Der kriegt dann erstmal schön Wasser in seinem neuen Loch. Ja, dann hier gleich 3 Meter weiter noch so ein Kandidat. Ich weiß nicht, was es ist. Wenn ihr den Namen kennt, ich würde mich freuen. Es hat auf jeden Fall Stacheln. Ich glaube, es ist so eine Eichenart. Bin mir aber nicht sicher. Ja, sieht auch super aus. Muss ich jetzt leider auch umsetzen. Ja, wie schaffen die das hier zu überleben? Auf jeden Fall eine wirklich große Hilfe sind diese grünen Röschen. Die können wirklich durch Morgentau überleben, sich ein bisschen Nebel abfangen, an den Röschen nach unten leiten oder die Blätter sammeln es auf. Obwohl alles total trocken ist, schaffen die es wirklich, über den heißen Sommer zu kommen. Wahnsinn. So, jetzt sind wir an dem neuen Zuhause der 5 kleinen Pflanzen, die ich gerade aus der Erde geholt habe. Ich muss mich jetzt beeilen, die auch schnell wieder in die Erde zu bringen. Die Wurzeln, die sollten jetzt eigentlich nicht länger als 10 Minuten der Sonne ausgesetzt sein, weil die haben im Endeffekt noch nie das Sonnenlicht gesehen und ja, dann vertrocknen die ganz schnell. Ja, dadurch, dass die Pflanzen gerade hier einen Schock ihres Lebens durchmachen müssen, habe ich denen nochmal richtig gutes Pflanzsubstrat vorbereitet. Das ist jetzt hier mein selbst hergestellter Kompost, also Terra Preta Schwarzerde, mit Holzkohle angereichert. Dann ein bisschen was von der Originalerde, die hier in dem Sack drin war, da hatten wir jetzt noch was da. Die ist torffrei, achtet da immer drauf, dass ihr torffreie Pflanzenerde kauft. Die Gewinnung von Torf zerstört Moore weltweit. Genau, dann sind hier noch
Ziegelreste drin, die habe ich klein geschlagen, die speichern Wasser, die saugen Wasser auf, die sind wie diese Ceramiskugeln, die man manchmal im Blumentopf hat. Und ja, das ist jetzt eine super schöne, super fluffige Erde und ich hoffe mal als kleine Entschuldigung, dass die Bäumchen das jetzt annehmen und dann auch hier wieder klarkommen. Okay, ich beeile mich jetzt, die in die Erde zu bekommen. Ich habe die sogenannte Baumscheibe hier recht tief gesetzt, damit wenn ich dann später gieße, dass das Wasser hier nicht den Berg überall runterläuft, sondern dass es dahin kommt, wo es hingehört, zu den Wurzeln des Baumes. Ja, und heute ist es auch endlich soweit, dass ich was machen kann, worauf jetzt lang drauf hingearbeitet haben. Ich kann in der Baumscheibe Samen verteilen. Und die sind jetzt selbst gesammelt. Ich bin heute früh noch durch den Garten getigert und habe überall Samen abgemacht von Ringeblume, Kapuzinerkresse, Phacelia, Tagetes, was ist noch drin? Ein paar Sonnenblumensamen habe ich mitgefunden. Und die verteile ich jetzt hier. Wir versuchen ja den Waldboden zu imitieren und der ist natürlich immer bedeckt und von Pflanzen oder Laub oder auf jeden Fall nie nackte Erde. Und am besten eignen sich dazu natürlich lebende Pflanzen. Also wir versuchen jetzt die Pflanzen direkt hier vor Ort so hoch zu ziehen, dass die dann auch mal die Erde mit den Wurzelnausscheidungen unterstützen können. Bienen und Insekten anlocken, den Wasserhaushalt regeln, also im Endeffekt nur Vorteile. Krankheiten auch fernhalten, Schädlinge fernhalten und Nützlinge anlocken. Ja, die verteile ich jetzt hier einfach ganz grob und gieße die dann an und dann lege ich hier noch eine leichte Mulchschicht drüber, sodass der Boden jetzt nicht direkt austrocknet. Ja, und ich hoffe jetzt mal, es ist halt Hochsommer, dass das jetzt funktioniert. Wir versuchen das jetzt einfach mal und ja, hoffen, dass hier in ein paar Wochen, Monaten noch ein paar kleine Pflanzen aus der Mulchschicht rausschauen. So, und jetzt werden die ganzen neuen Bäumchen natürlich noch richtig fett angegossen, so dass sich die Wurzeln, die Erde schön um die Wurzeln spült, dass die Samen jetzt Wasser bekommen, dass sie keimen können. Und ja, dass sie sich jetzt einfach wohlfühlen in dem neuen Zuhause. Wollen wir mal die Daumen drücken, dass alles so klappt und die gut anwachsen. Ja, und dem aufmerksamen Beobachter wird schon die ganze Zeit diese Kabeltrommel da aufgefallen sein. Was ich damit mache hier auf dem Berg, das zeige ich euch morgen früh. Wenn ich meiner Kamera jetzt vertrauen kann, hat dieses Pflanzloch jetzt gerade 12 Minuten gedauert. Das ist recht gut, ich habe auch schon länger gebraucht. Vor allen Dingen seitdem ich halt Strom überall hier nutzen kann, kann ich natürlich auch den Schlagbohrer nehmen und dann geht es ein wenig schneller. Weil ihr habt gesehen, da ist wirklich Fels dabei und Schiefergestein und alles ist schon recht anstrengend. Ja, und wie viele Löcher haben wir schon derart gemacht? Bestimmt so um die 1000. Das geht auch eigentlich im Sommer wie im Winter gleich schlecht, weil Fels ist Fels, ob er feucht ist, wird er auch nicht weicher. Und deswegen ist es immer recht anstrengend. Aber jetzt habe ich schon mal eins fertig. Es ist jetzt noch ganz früh am Morgen. Ich mache jetzt noch so 5, 6 und dann wird es schon wieder zu warm bestimmt. Ja, jetzt habt ihr das gesehen, wie ich die Bäume umgepflanzt habe. Ich bin jetzt ungefähr an der Hälfte angekommen. Ich habe jetzt, glaube ich, noch so 10 Bäume vor mir. Das mache ich jetzt noch so im Laufe der nächsten Tage, immer halt früh in den kühlen Morgenstunden. Ja, eine Expertenmeinung haben wir uns auch noch zum Thema Gießen geholt, weil wir uns da auch immer unsicher waren. Wir geben unseren Bäumen, das ist vielleicht auch für viele von euch interessant, einmal die Woche 10 Liter Wasser. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, soll die Bäume aber erziehen. Ja, wenn man sie jeden Tag wässern würde, würden die Bäume nur oberflächlich Wurzeln bilden, weil sie wissen, dass von da das Wasser kommt. Wenn man nur einmal die Woche Wasser gibt, wachsen die Wurzeln tief und man braucht
im guten Fall die Bäume nur 2 bis 3 Jahre angießen und dann sind sie irgendwann so tief, dass sie sich selber mit Wasser versorgen können. Ja, und damit ihr mal eine Vorstellung bekommt, wie das bei uns aussieht, wenn wir gießen, habe ich dazu auch nochmal ein paar Bilder für euch. Ja, jetzt haben wir gerade um die 300 Bäume gegossen. Jeder bekommt 10 Liter Wasser. Das heißt, dass wir in der Woche ungefähr 3 Kubik, also 3000 Liter Wasser für die Bäume benötigen, dass wir die gießen können. Ja, und dann habt ihr ja gesehen, an manchen Stellen gießen wir mit dem Schlauch, da wo es halt hinreicht. Dann mit Gießkanne natürlich, da wo der Schlauch nicht hinkommt. Und die Terrassen, die sind bewässert, da drehe ich bloß einen Hahn auf und dann läuft es und die Bäume werden gegossen. Auf jeden Fall ist es immer viel Arbeit, die aber auch Spaß macht, weil man sich alle Bäume anschauen kann und im Notfall halt auch die retten kann, wenn es ihnen nicht gut geht. Aber so kann man sie halt einfach beim Wachstum sehr gut beobachten. Ein anderes Thema, was wir noch hatten, war das Thema Pflanzen und trockenresistente Bäume. Also wir haben jetzt wirklich gerade das Ziel, dass wir nur noch nach trockenresistenten Bäumen schauen. Die kommen einfach am besten klar, haben jetzt die besten Erfahrungen damit gemacht. Die kann man auch für sich alleine stehen lassen, muss man nicht gießen und bringen auch wieder Schatten, fördern das Bodenleben und. Ja, und einer dieser Bäume, der da gut in dieses Raster passt, ist die australische Silbereiche. Davon habe ich auch letztens mal ein paar Samen bekommen und habe auch noch ein paar Bilder hier für euch. Ja, das sind sie nun, die Samen der Crevillea robusta oder auch australische Silbereiche genannt. Na, komm her. Ja, in jeder Samenkapsel sind 2 solche kleinen Plättchen drin. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Das ist schon alles. Ja, ich habe mich total gefreut, die habe ich gestern bei einem Freund von uns, also ich habe den Baum da schon länger beobachtet, habe im Frühjahr herrlich blühen sehen und habe dann gleich geschaut, was das für einer ist. Und jetzt ein halbes Jahr auf die Samen gewartet, jetzt endlich sind sie reif, ich glaube, ich habe die jetzt im guten Moment gepflückt. Manche Kapseln sind noch recht grün, die sind noch zu frisch, die hätte ich noch ein bisschen hängen lassen können. Und aber die schon so leicht angebräunt sind, die gehen auch schon auf und lassen ihre Samen fallen. Und dann sind sie natürlich weg, deswegen bin ich jetzt gerade zu einem guten Zeitpunkt gekommen, dass ich die alle noch sammeln kann. Ja, die australische Silbereiche, wie der Name schon sagt, kommt aus Australien und wurde uns auch von unserem Landschaftsarchitekten empfohlen, der meinte, dass die in Portugal super klarkommen und auch super zum Aufforsten geeignet sind. Die können leichte Fröste ab und mögen ein mildes Klima, mögen ab und zu mal gegossen werden, also das, was wir sowieso mit unseren ganzen Aufforstungsbäumen sowieso machen. Ja, was mache ich jetzt mit den Samen? Ich packe die hier in so ein kleines Glas und dann habe ich jetzt schon Kamillentee gekocht, der kühlt jetzt gerade ab und das gieße ich dann auf und lasse die eine Nacht lang da drin weichen. Das erhöht die Keimfähigkeit und ja, hilft auf jeden Fall. Haben wir jetzt schon öfter so gemacht und es hat immer gut geklappt. Okay, da bin ich jetzt erstmal eine Weile beschäftigt hier mit Auspulen. Ich habe dann ja noch mehr Samen, die habe ich gefunden, die habe ich schon mal irgendwo abgemacht. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ist natürlich immer blöd, da weiß man den Namen dann nicht mehr. Aber wenn ich es gesammelt habe, dann wird es schon irgendwas sein, was ich auch ganz gern hätte. Ja, und die sind dann jetzt auch gleich mit dran, die bringe ich dann auch morgen mit.
in die Aufzuchterde. So, also ich habe jetzt hier mal so um die, ja, was soll das sein, 100 Samen gepult. Ich lasse es jetzt erstmal. Ich werde jetzt erstmal 20 davon einpflanzen, mal schauen, wie die aufgehen. Wenn die gut aufgehen, dann kann ich ja immer noch in die Massenproduktion gehen. Muss natürlich auch ein bisschen aufpassen, weil Tosca muss immer die, oder gießt immer die Aufzucht. Und dafür muss auch Wasser da sein, genügend. Kann man es jetzt auch nicht übertreiben. Aber ich habe jetzt hier noch ein paar leere Gläschen und habe noch meine Samentüte gerade entdeckt vorhin. Oh, da sind noch Haufen Schätze drin. Boah, das ist wie Weihnachten. Ich glaube, da muss ich jetzt die vier leeren Gläser, die ich hier noch habe, die muss ich jetzt auch noch mit irgendwas füllen. Von einstecken habe ich ja auch noch welche. Samen vom Judasbaum. Der wächst auch in Deutschland gut. Da können wir auch noch ein paar einweichen. Ja, das mache ich jetzt noch. Ja, diese Samen sind jetzt seit gestern in der Erde. Wir hoffen mal, dass sie aufgehen. Und die werden wir dann anderthalb bis zwei Jahre in Töpfen lassen, dann natürlich schön großziehen. Und dann können die auch mit hier auf die neuen standenden Terrassen, hoffentlich. Ja, und eine tolle Sache ist diese Woche noch passiert, wovon ich noch ein paar Bilder für euch habe. Es hat auf einmal angefangen zu regnen. Das mitten im Juli, das in Portugal, also das ist für uns was völlig Neues. Ja, genauso gut hätte es auch schneien können. Es hat nur so ein paar Tropfen gegeben, nichts ist nass geworden, die Tropfen fallen auf den Boden und verdampfen sofort, weil er so warm ist. Aber danach ist noch ein Gewitter gefolgt, was uns ja eigentlich umkreist hat. Ja, davon habe ich jetzt hier auch nochmal ein paar Bilder für euch. Ich habe da natürlich einiges zusammengeschnitten, dass man das auch gut erkennt. Ja, das war auf jeden Fall sehr spektakulär. Ihr habt es nicht richtig gesehen, oder? Ich zeig's euch nochmal. Ja, und jetzt zum Ende hin möchte ich nochmal auf die Zuschauerfrage eingehen. Im Endeffekt gab es zwei schöne. Einmal die Frage, dass wir doch mal wieder unsere Hügelbeete zeigen sollen. Das stimmt, wir laufen da jeden Tag dran vorbei und es ist so allgegenwärtig. Aber wir haben ganz vergessen, dass ihr die schon ewig lang nicht mehr gesehen habt. Die wird euch aber Tosca im nächsten Video zeigen. Ja, und ich beantworte euch jetzt noch eine Frage, die war, was kann denn eigentlich die krasse Kapuzinerkresse? Ja, die Kapuzinerkresse ist schon wieder so ein Heilkraut, was sehr viele Funktionen hat. Man kann sie in Baumscheiben pflanzen, als Bodendecker, als Beschattung, so dass die Baumscheiben nicht offen liegen. Dann kann sie mit ihrem Geruch Läuse abwehren, die auf Obstbäume gehen, vor allen Dingen so bei Aprikosen, da immer eine Kapuzinerkresse mit an den Fuß setzen. Man kann einen Tee daraus kochen, die auch zur Läuseabwehr gedacht ist. Ja, gegen Muskelschmerzen kann man es verwenden, es hat einen hohen Vitamin C-Gehalt und vor allen Dingen, was viele auch glaube ich nicht wissen, sowohl Blatt als auch Blüte sind essbar. Super lecker im Salat. Bei uns gibt es eigentlich, wenn die Kapuzinerkresse gerade blüht, bei jedem Frühstück mit auf das Brötchen drauf. Wirklich super lecker, nur zu empfehlen, pflanzt euch Kapuzinerkresse. Die Bienen stehen auch drauf. Und damit verabschiede ich mich jetzt für diese Woche. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert doch bitte unseren Kanal. Ja, und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin.